So, Weihnachten, Familie, Corona, Shutdown. Wir haben schon gemerkt, das verträgt sich alles so gar nicht. Die theoretischen Regeln kennen wir jetzt, haben wir am Anfang der Sendung besprochen. Die praktische Frage, wie macht man das jetzt aber an Weihnachten, an Heiligabend mit der Familie, ist doch nochmal eine ganz andere. Wer kommt, wer nicht, wie viel Vorsicht macht man, wie viel will man sich das aber auch nicht nehmen lassen? Das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir, glaube ich, im Moment alle stecken. Genau, haben alle, glaube ich, zu Hause gestern durchgezählt. Warte mal, wie ist es denn nochmal gewesen? Geht das denn überhaupt und so? Ja. Aber das werden sie sicherlich in den nächsten Tagen noch machen können und eine richtige Lösung finden. Aber es gilt natürlich nicht nur für uns, sondern tatsächlich auch für Prominente und Menschen, die sich mit Familien vor allen Dingen auskennen. Angelo Kelly, der hat eine Großfamilie, der lebt in Irland, die kommen ja gerade aus dem Lockdown tatsächlich und der hat sich versucht, musikalisch dem Thema Weihnachten zu nähern und für jemanden wie ihn ist das natürlich prima. Der hat eine neue Platte rausgebracht und möchte natürlich ganz gerne damit in die Weihnachtszeit. Genau, über das neue Weihnachtsalbum und natürlich über die Frage, wie feiert man denn jetzt eigentlich Weihnachten, sprechen wir jetzt live mit Angelo Kelly. Wir sind sehr froh, dass er heute Morgen bei uns ist. Ich bin schon lange nicht so glücklich gewesen wie jetzt. Wenn einer mit noch nicht mal 40 das sagen kann, dann ahnt man, der ist bei sich angekommen. Angelo Kelly, der umschwärmte, blondgelockte Engel von einst, der jugendliche Chartstürmer. Der Straßenmusikant. Angelo, der Kelly Family Neubegründer, Manager und Bandleader, zog im Sommer die Notbremse. Zu groß war der Stress geworden, der mit dem fulminanten Comeback der Kultband vor 3 Jahren verbunden war. Doch man trennte sich ohne Groll. Ich steige aus einer Band aus, aber nicht aus einer Familie. Ich werde immer ein Teil der Kelly Family sein. Zumal er ja noch seine eigene Familie hat. Ehefrau Kira und die gemeinsamen 5 Kinder. Mit ihnen macht er seit 2015 Musik und das ziemlich erfolgreich. Corona hat natürlich auch das Leben der Kellys durcheinander gebracht. 4 Monate Lockdown zu Hause in Irland, obwohl man rückte noch enger zusammen. Und Homeschooling gab's bei den Kellys schon immer. Statt Stockbrot in Irland backt die Familie jetzt aber Weihnachtsplätzchen in Deutschland. Und auf ihrem neuen Album fangen Angelo und Co. den Zauber der Weihnacht ein. Mehr über das turbulente Jahr und die Sammlung von Weihnachtsklassikern erzählt er uns jetzt bei Live nach 9. Wir sind sehr froh, dass er jetzt bei uns ist. Natürlich digital, Angelo Kelly, guten Morgen. Guten Morgen. Sprechen wir auch mit Ihnen natürlich erstmal über das Offensichtliche. Wir alle an diesem Montagmorgen müssen erstmal verdauen, was da gestern beschlossen wurde. Shutdown ab Mittwoch. Wie geht's Ihnen im Moment mit Ihrer Familie? Wo sind Sie? Sind im Moment in Deutschland. Wie gehen Sie mit der Situation um? Ja, wir sind in Deutschland schon seit November, weil wir unsere Weihnachtsplatte promoten und immer wieder ein paar TV-Auftritte hatten. Aber auch wir sind natürlich wie jede andere Familie jetzt am Gucken, wie machen wir das denn genau? Und wir hatten sowieso vor, das ganz klein zu behalten. Das Allerwichtigste ist, dass wir als Familie komplett sind, meine Frau, ich, unsere 5 Kinder. Aber wir wollen natürlich Weihnachten mit dem Großvater und wenn es geht auch mit der Oma auch feiern. Und da schauen wir mal natürlich jetzt, was ist jetzt genau erlaubt. Und wir gucken vor allen Dingen, ich denke, auch wirklich so ein paar Tage vor Weihnachten nochmal genau hin, weil das war ja vor 2 Wochen oder vor 1 Woche noch ganz anders. Und was jetzt in den nächsten 10 Tagen passiert, wissen wir ja alle nicht. Wie sieht denn Weihnachten bei den Kellys normalerweise aus? Wie können wir uns das vorstellen? Ich meine, alle zusammen zu bekommen ist wahrscheinlich unmöglich. Also ohne Corona in so einem normalen Jahr, wie würde bei Ihnen gefeiert? Nein, also Weihnachten kommen nicht immer alle zusammen. Wir wohnen ja sehr verstreut, manche in Spanien, Amerika, Irland, Deutschland. Aber es versuchen schon immer wieder welche in Gruppen zusammenzukommen. Das wird dieses Jahr natürlich nicht so sehr passieren. Aber bei uns selber, meine Frau, ich, die Kids, uns ist wichtig, wir wechseln immer 1 Jahr in Irland, 1 Jahr in Deutschland. Und bei uns ist es am 24. Heiligabend, da gehen wir zur Messe. Danach gibt es was Einfaches zu essen. Wir singen dann auch ein paar Lieder um den Weihnachtsbaum. Aber am 25. da wird bei uns dann morgens, geht es mit den Geschenken los. Und da wird dann Party gemacht den ganzen Tag. Mal so Hand aufs Herz, für viele Familien ist das ja schon im Moment so ein bisschen zermürbend, irgendwie auch diese Gedanken darüber und all das, worauf man sich normalerweise so freut, geht irgendwie nicht. Das mit der Weihnachtsstimmung ist irgendwie schwierig. Wie sehr zerrt an Ihnen diese Situation? Wie traurig macht Sie das auch manchmal? Also
wie jede andere Familie hat man in diesen Zeiten seine Sorgen und es lenkt natürlich auch ab. Man hat ja so seinen Alltagsstress und dann versucht man ja wenigstens in Weihnachtsstimmung zu kommen und das Ganze betrübt einen. Aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen dieses Jahr. Wir sind sehr froh, dass wir aktuell ein Weihnachtsalbum haben, was oben in den Charts seit ein paar Wochen mit AC/DC und Rammstein irgendwie battelt. 1, 2, 3 Positionen. Das heißt, wir dürfen die Familien da draußen Weihnachtsstimmung mit unserer Musik geben. Und insofern sind wir sehr erfreut, dass wir das machen dürfen aktuell. Wir konnten keine Konzerte geben, aber unsere Musik kann den Menschen diese Zeit vielleicht ein bisschen schöner machen. Und das ist eine große Gnade, die wir auch als sehr, mit sehr viel Glück empfinden. Ja. Wir sprechen gleich auch nochmal genauer über das Album. Eine Frage mit Bitte um kurze Antwort. Gibt es bei den Kellys irgendeinen besonderen Weihnachtsbrauch, vielleicht was Irisches? Haben Sie sowas? Also klar, bei uns gibt es die Geschenke am 25. früh. Aber was bei uns auch gibt, ist, wir versuchen eigentlich immer einen extra Teller auf dem Tisch zu haben mit Besteck, falls mal jemand vorbeikommt, der keinen Ort hat, Weihnachten zu feiern. Das wird vielleicht dieses Jahr nichts geben, aber das ist so eine alte Tradition. Es nimmt fast keiner wirklich dann auch wahr, aber das finde ich eine schöne Idee und auch den Kindern das zu vermitteln. Das ist eine schöne Tradition. Wir sprechen die ganze Woche hier bei Live nach 9 über Weihnachtstraditionen, denn sie gehören zum Rätsel für unseren Adventskalender. Heute gilt es, unser Türchen 14 zu öffnen. Und dazu ist die einzige Aufgabe, die Sie erfüllen müssen, jetzt herauszufinden, welchen Adventsbrauch wir heute suchen. Angelo Kelly, Sie sind gerne eingeladen, mitzurätseln. Sabine Kühn gibt Ihnen ein paar Hinweise, um welchen Weihnachtsbrauch geht es heute bei uns. Angelo Kelly, natürlich nicht verraten bitte, sonst wäre es so einfach, aber nur mal nicken oder Kopfschütteln. Wüssten Sie, was wir suchen? Ahnung. Nein, überhaupt keine Ahnung. Sehr gut, das ist die richtige Antwort. Vielleicht wissen Sie es zu Hause besser. Wenn ja, dann schreiben Sie uns bitte per Facebook oder bei Instagram, da heißen wir Live nach 9, oder Sie schreiben uns per Mail oder per WhatsApp die richtige Lösung gerne mit Telefonnummer unten alles eingeblendet, wie Sie uns erreichen können. Angelo Kelly, wir wollen noch mal kurz über dieses Weihnachtsalbum sprechen. Angelo Kelly and Family, voll mit Weihnachtssongs. Sie hatten das eben schon kurz angesprochen. Es ist ein besonderes Jahr mit Corona, eine besondere Stimmung. Was hat das mit diesem Weihnachtsalbum gemacht? Ist das anders als andere Weihnachtsalben? War das schwieriger oder vielleicht sogar besonders einfach, sich in so eine intime Stimmung jetzt zu begeben, die man für Weihnachten braucht? Also wir haben es tatsächlich im Sommer aufgenommen und das ist immer eine Herausforderung, Weihnachtsmusik im Sommer aufzunehmen. Aber das Schöne war, wir hatten ja keine Tour, das war alles auf nächstes Jahr verschoben. Und es gab uns die Möglichkeit, mit unseren Musikern zusammenzukommen, kreativ zu sein und diese ganze, alles, was man so an Musik ausdrücken möchte, da in diesem Album auch zu stecken. Und ich glaube, dadurch hatten wir viel Zeit und wir konnten sehr viel Liebe zu Detail auch dann geben. Und ich glaube, wenn man kurz den Moment erreicht, dass man merkt, wie schnell alles weggenommen werden kann, dass man keine Bühne hat, dass man keine Möglichkeit hat, Musik zu machen, dann wird man sehr dankbar und dann ist man sehr an der Quelle, warum man Musik macht. Und ich glaube, das hört man auf der Platte. Angelo Kelly, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Viel Glück natürlich weiterhin für das Album, aber vor allem das Wichtigste wahrscheinlich in diesem Jahr und an diesem Weihnachten. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Danke Dankeschön. Auch an alle Zuschauer. Frohe Weihnachtszeit. Wollte jetzt nicht frohe Weihnachten sagen, zu früh. Und bleiben Sie alle gesund und bis hoffentlich bald bessere Zeiten. Dankeschön, Angelo Kelly. Hier geht's weiter mit Peter. Peter, ja. Du hast gehört, bei den Kellys ist für dich immer noch ein Platz am Tisch an Heiligabend. Das ist schön. Ja. Wenn da Besteck liegt, dann kann ich sogar mit Besteck essen. Das ist ausnahmsweise mal nötig.